Ausbildung und Arbeit sind elementare Bausteine einer erfolgreichen Integration. Geflüchteten Menschen schnell eine Perspektive in Deutschland zu bieten, das hat sich Arrivo zur Aufgabe gemacht. Die Initiative will neu angekommene Menschen mit dem deutschen Ausbildungssystem und den hiesigen Arbeitsweisen vertraut machen. Das ist der erste Kontakt, den wir Geflüchteten ermöglichen können in der Stadt. Etwas zu lernen über das Handwerk, wie es funktioniert, wie die Arbeitswelt hier organisiert ist. Beim Besuch einer Ausbildungswerkstatt in Berlin betonte Bundeswirtschaftsminister Gabriel die Bedeutung solcher Initiativen. Was das Handwerk, aber auch die Industrie- und Handelskammern leisten, ist ungeheuer viel. Die jungen Menschen bekommen in solchen Einrichtungen wie hier den ersten Zugang zur Berufsausbildung, Sprachausbildung und vor allen Dingen Vermittlung in die Betriebe. Und das ist der beste Zugang zur Integration, den man gerade jüngeren Menschen in Deutschland geben kann. Gesellschaftliche Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben. Das sind die Ziele, die die Teilnehmer verfolgen. Ein Praktikum, eine Ausbildung oder eine Anstellung sind die entscheidenden Schritte dorthin. Auch für Unternehmen lohnt sich Engagement bei der Ausbildung. Denn so können sie freie Lehrstellen besetzen und sich künftige Fachkräfte sichern. Allerdings benötigen Betriebe mitunter auch Hilfe bei der Ausbildung von Flüchtlingen. Daher sollen künftig 150 Willkommenslotsen vor allem kleinen und mittleren Betrieben praktische Unterstützung bieten, wenn es um Themen wie zum Beispiel Sprachförderung oder Aufenthaltsstatus geht. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans-Peter Wollseifer, gab Bundeswirtschaftsminister Gabriel den Startschuss für die Willkommenslotsen. Die Willkommenslotsen sind Teil des Maßnahmenpakets der Allianz für Aus- und Weiterbildung von Bund, Wirtschaft, Ländern und Gewerkschaften. Sie will es Menschen ermöglichen, sich schnell zu qualifizieren. Die Partner der Allianz haben dabei inländische Jugendliche wie geflüchtete Menschen gleichermaßen im Blick.